Erste Schneeschuhrunde, Hutterer Böden. Auf der ersten Hälfte folgen wir der Loipe. Bei der Erdbauernalm geht es zuerst ein Stück hinauf. Vor der alleinstehenden Baumgruppe folgen wir den Schneeschuhtrail in den Wald. Wir folgen dem markierten Schneeschuhtrail in den Wald. Der markierte Schneeschuhtrail führt wunderschön durch den Wald. Der Geisterbaum. Schließlich geht's an einer schönen Lichtung vorbei. Zweite Schneeschuhrunde nach Auffahrt mit dem Höss Express, Schneeofen Höss. Einstieg von der Inferno-Piste beim Paragliding-Startplatz. Schneeschuhwanderer können auch neben der Radtrackpiste stapfen. Der unmarkierte, aber wunderschöne Abstecher Schneeofen. Immer den Schrocken im Blickpunkt. Vorsicht vor dem Steilabfall ins Rottal.
Ein imposanter Felsen mit Schneewächte. Die Schleife Schneeofen mündet wieder in die Radtragspur ein. Der Schafkogelsee. Wir können den Schafkogelsee umrunden, aber Vorsicht vor der unsichtbaren Abbruchkante. Blick auf den Berggasthof und die Bergstation des Hösexpress.